Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport und willkommen zum achten Lauf und dem großen Saisonfinale der aktuellen TCC-Saison. So schnell kann die Zeit vergehen. 16 Wochen haben wir jetzt schon fast hinter uns gebracht und heute geht's ans Eingemachte. Und wir sind nicht nur im letzten Rennen der TCC-Saison, sondern vermutlich auch in der letzten Saison in der Welt von Gran Turismo Sport. Fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Irgendwie auch schön, aber irgendwie auch nochmal eine tolle Abschiedsveranstaltung hier in der Touring Car Championship. Und wir werden heute definitiv wieder ein interessantes Rennen haben. Nachdem ich ja jetzt schon 3 Stück kommentiert habe, kann ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, denn es wird definitiv der Fall sein. Und die Kameraden werden hier ihre GT4-Boliden heute über die virtuelle Variante des Nürburgrings GP, also der Grand Prix-Variante der Strecke, fahren, schieben. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie ich den Satz angefangen habe. Es beginnt ja wirklich ganz, ganz hervorragend. Auch schon mal einen ganz dicken Gruß auf die virtuelle Tribüne. Schön, dass ihr mit dabei seid. Asmodeus, Eiffelblitz, Paintball sind schon mit am Start. Ich freue mich sehr. Und ja, dieses Rennen wird auf jeden Fall zum GT-Sport-Abschluss nochmal ein richtig schönes Highlight. In wenigen Augenblicken geht es dann noch los. Dann stürzen wir uns nämlich in die 10-minütige Qualifikation. Sind noch 10 Minuten, ne? In dem Moment sehe ich auch die Meldung von der Rennleitung. Geht es los? Wir haben, Pi mal Daumen nach Adam Riese, 10 Fahrzeuge auf der Strecke, die dann hier heute im 8. Lauf antreten werden. Und jetzt geht es in den Kampf um die Startposition, Ladies and Gentlemen. Genau in diesem Moment geht es los. Wir gucken uns natürlich die einzelnen Boliden und Fahrer dann auf jeden Fall auch nochmal ganz entspannt an. Wir schauen auch nochmal, auf welcher Gesamttabellenplatzierung sich die Piloten befinden. Und in wenigen Minuten sind wir dann auch schlauer, wer hier von welcher Startposition aus ins Rennen starten wird. Gottlieb Quit Baby, einen wunderschönen guten Abend. Papa Joe ist mit an Bord, Suit ist mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Grüßt euch. Also, Ladies and Gentlemen, alle 10 haben es auch schon mal auf die Strecke rausgeschafft. Das sieht schon mal sehr gut aus. 9,5 Minuten sind es noch. Alle befinden sich in der Aufwärm- bzw. Einführungsboxenrunde. Und dann wird es so, ja, noch knappe 9 Minuten reingehen, wirklich in die heiße Qualifikationsphase. Und wir sind sehr gespannt. Als erster auf den Asphalt raus ist unser guter GPSR Jumbo im Renault Megane Trophy. Jumbo befindet sich im Moment auf Platz 29 der Gesamttabelle mit 281 Punkten. GT4 Air The Don, sehr schön, ist heute persönlich wieder mit dabei. Im McLaren 650S hier am Start, befindet sich aktuell zusammen im Zweierteam mit NRC Sonne auf Gesamttabellenplatz Nummer 30 mit 277 Punkten. HBTV Paintball vom KotzBTV Racing Team hat heute wieder die Giftschlange herausgeholt. Als Dritter hier auf den Asphalt. Hat im Moment noch nicht viel zu sagen, aber legt hier schon mal ein ordentliches Tempo vor. Und unser guter Kai befindet sich aktuell auf Gesamttabellenplatz 39 mit 248 Zählern auf der Uhr. Gante Gaming, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Import Freak 97, die zweite Viper, die sich hier heute auf dem virtuellen Asphalt getraut hat. Der gute Importfreak im Zweierteam mit El Buletto aktuell auf Tabellenplatz Nummer 27 mit 300 Punkten. Pacemaker im Ferrari 458 Italia geht hier gleich nochmal zum Reifenwechsel direkt rein in die Box. Und Pacemaker mit 267 Punkten auf Gesamttabellenplatz 33. Noch nicht im Bild hatten wir unseren MS. Bei ihm haben wir vor 2 Wochen schon gesehen, wie viel Leistung er hier aus dem amerikanischen Wildpferd herauskitzeln kann. Auch durchaus mal mit einer anderen, bisschen risikoreicheren Boxenstrategie. Wir sind sehr, sehr gespannt, was er heute hier auf dem Nürburgring rausholt. Und MS im Zweierteam mit Smoking Aces und 282 Punkten auf dem Zähler aktuell auf Position Nummer 28.
Kame Dragon Eye, der zweite Renault Megane Trophy Pilot hier unterwegs. Auf dem Weg in seine erste schnelle gewertete Qualifikationsrunde. Und Dragon Eye im Zweierteam mit Kame Papa Joe, der fleißig im Chat unterstützt. Die beiden mit 266 Punkten auf Position Nummer 35 der Gesamttabelle. Den guten Pacemaker hatten wir bereits im Bild, aber den Sud noch nicht. Unseren bekannten Lamborghini Huracan-Piloten aus der Schweiz. Und Sud, zumindest wenn man auf die Tabelle guckt, im Moment der schnellste Fahrer in der heutigen Lobby, nämlich mit 309 Punkten auf Gesamttabellenplatz Nummer 26. Lamborghini Huracan, Kollege Concolio, direkt im Schlepptau. Und Concolio befindet sich gerade mit 241 Punkten auf Position Nummer 42 der Gesamttabelle. Und last but not least, da müssten wir sie eigentlich alle gehabt haben, AWM Totti 81 im Ferrari 458 Italia. Und der gute Totti mit 258 Punkten auf Position Nummer 36 der Gesamttabelle. Knappe 6 Minuten sind es noch, der Kampf um die Startpositionen. Und so langsam aber sicher können wir hier mal reinschauen und sehen, was uns denn hier erwarten wird, beziehungsweise wer voraussichtlich von welcher Position aus ins Rennen starten wird. Die ersten haben bereits ihre schnellen Runden hingelegt. GPSR Jumbo im Renault Megane Trophy hat jetzt schon mal eine 2 Minuten 4,722 vorgelegt und ist damit tatsächlich der Erste, der eine schnelle Qualifikationszeit hingelegt hat. Dragon Eye in dem Moment eine 2,68,27 nachgelegt. 2,1 Sekunden zwischen den beiden. Da wird sich sicherlich jetzt noch der ein oder andere dazwischen schieben. Und Sub-Zero, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Danke fürs Folgen. Battlecat ist auch mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Schön. Ich hoffe, ihr habt ein gemütliches Plätzchen gefunden. Ja, es sind nur noch knappe 5 Minuten und erst 2 Fahrer haben hier tatsächlich eine Qualifikationszeit hingelegt. Die meisten sind nach der ersten Runde erstmal rein, den Tank ein bisschen leer gefahren, frische, weiche Reifen aufgezogen und versuchen es jetzt in der zweiten Runde wettzumachen. Paintball, wenn ich das gerade gesehen habe, da hinten ein bisschen aus dem Schmutz rausgekommen, das ist natürlich suboptimal, den Dreck jetzt in der Qualifikation auf den Reifen drauf zu haben. Und auf die restlichen Qualifikationszeiten warten wir noch, Ladies and Gentlemen. Ah, Papa Joe wundert sich gerade über P35, aber ja, 266 Punkte, Position Nummer 35. Einen Rennsieg habt ihr beide diese Saison auf jeden Fall schon gehabt und schon dreimal auf dem Podium. Also von dem her gute Ergebnisse im Split B. Passi, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du dabei bist, grüß dich. Und Sub-Zero schreibt gerade, im Split E war die Bestzeit eine 2,3,3,3,5. Also da sehen wir ja nochmal, was sich hier vielleicht erwarten lässt. Schauen wir einmal durch. Jumbo steht nach wie vor bei seiner 2,4,7,2,2. Also im Moment tatsächlich noch über eine Sekunde langsamer als Split E. Deswegen sehr interessante Info. Wir haben Dragon Eye auch nach wie vor auf der 2. Was ist denn mit den anderen Kameraden? Warum sitzt denn hier keiner in der Qualifikationszeit hin? In einer halben Runde dürfte es soweit sein. Aber irgendwie noch ein paar Herausforderungen auf dem virtuellen Asphalt. Wir bleiben auf GT4 Air The Don drauf. Jetzt aber, letzte Kurve vor Start und Ziel. Jetzt sehen wir die dritte gewertete Qualifikationsrunde. Und es wird eine 2,4,4,8,7. Importfreak hat sich aber in dem Moment mit einer 2,4,7,1,1 auf die Pole Position geschoben, wenn es denn dabei bleiben sollte. In dem Moment schiebt sich auch direkt Pacemaker nach vorne mit einer 2,3,4,9,8. Jetzt kommen wir deutlich weiter in den interessanteren Bereich. Dazwischen haben wir noch den guten Sud auf Position Nummer 4 mit einer 2,5,1,2,5. Ja, Moment, trennen die Kollegen hier noch 1 bis 2 Sekunden. Mal sehen, was sie da in den letzten 2 Minuten und 42 Sekunden noch herausgekitzelt bekommen. Concolio hat sich in dem Moment mit einer 2,5,4,7,3 auf Startposition Nummer 5 geschoben. Totti mit einer 2,5,9,6,7 auf die 6. Beim guten Paintball reicht es im Moment für Position Nummer 8 mit seiner 2,7,6,8,9. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen von der Strecke abgekommen. Der ein oder andere muss sich hier anscheinend noch eingrooven. Und die letzten beiden, The Don und MS, haben noch keine gültige Qualifikationszeit hier auf den Asphalt gebracht. Heinz, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist alles fit. Ich hoffe, bei dir auch. Schön, dass du reinschaust.
Eifelblitz schreibt gerade noch mal, ein Split D war es, glaube ich, sogar eine 228. Oh, na, da sind wir, gucken wir mal, ob die Kollegen noch mal einen drauflegen können. Wie gesagt, Pacemaker aktuell mit seiner 23498 mit Abstand am schnellsten. Aber es sind noch knapp 2 Minuten. Ja, maximal noch 2 schnelle Qualifikationsrunden und dann ist der Drops hier gelutscht, Ladies and Gentlemen. Und Passi hat sein Sitzkissen mitgenommen. Sehr gut, Passi, sehr gut. Auch ich merke, du bist aufmerksam, du hast zugehört. Er hat anscheinend das letzte Mal ziemlich der Hintern wehgetan. Deswegen gute Entscheidung, gute Vorbereitung ist alles. Gehen wir noch mal ganz kurz hier in die Gesamtübersicht rein. Was spricht denn der Zeitenmonitor, Ladies and Gentlemen? Wir haben immer noch The Don und MS mit keinen Qualifikationszeiten. Pacemaker ist aber gerade im Sektor 4 schneller unterwegs. Könnte hier dann tatsächlich noch mal einen drauflegen. The Don hat sich in dem Moment vorne dran gesetzt. Hier haben wir ihn, den Kameraden, mit einer 2.3.3.20. Mal sehen, ob da noch was geht. Noch mal ganz kurz in die Zeitentabelle rein. Wer ist hier unterwegs? Concolio kommt als nächster drüber. Es ist aber trotzdem eine 2.5.4.7.3. Dann kommt der gute Totti, der 3 schnelle Sektoren hingelegen hat. Also schauen wir mal. Totti, Totti, Totti. Wo ist er, der Kamerad? Da haben wir ihn auf den letzten Metern vor Start und Ziel. Oh. Aber keine gewertete Runde. Ist anscheinend nochmal der Box rausgekommen. Also wird jetzt hier auf jeden Fall noch eine Qualifikationsrunde hinlegen. Da haben wir den Boxenstopp hier nicht mit einkalkuliert. Ansonsten schauen wir nochmal, wer als nächstes über Ziel kommt. Dragon Eye wird es in dem Moment auf jeden Fall noch probieren. Hier auf den letzten Metern auf Position Nummer 10. Kriegt er da nochmal ein bisschen was herausgekitzelt. Er schafft es zumindest in den letzten Sekunden nochmal, hier nochmal in eine weitere Qualifikationsrunde. Als nächstes wird dann Sud nochmal übers Ziel kommen. Dann gehen wir doch mal auf den aktuellen 6. Platzierten im Zwillingsflug hier mit MS. Scheint es da Probleme bei Sud gegeben zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir hier nochmal ganz kurz. Nee, das müsste soweit passen. Doch, irgendwelche Herausforderungen gibt es da. Als nächstes kommt Jumbo. Über Start und Ziel, Position Nummer 5. Im Moment Jumbo. Ja, aber tatsächlich nur im ersten Sektor schneller gewesen. Also schauen wir mal, ob er hier auf den letzten Meter noch was herausgekitzelt kriegt. Und Horch90, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust und vielen Dank für den Follow. Sub-Zero ist wieder das Sitzkissen seiner Katze. Gut für die Katze. Na, da hat er dann nochmal einen rausgehauen hier. Eine 2-4-2-3-2, Startposition 3, wenn es denn dabei bleibt. Wer schafft es hier noch über die Qualifikation? Paintball kommt in dem Moment noch über Start und Ziel. Es bleibt aber hier anscheinend bei Position Nummer 5. Ansonsten sehen wir noch MS in diesem Moment. Es bleibt auch hier bei 7, dann kommt Sud und Totti jetzt gleich nochmal. Der gute Sud auf Position Nummer 6. Es bleibt bei Position Nummer 6 und auch bei Totti auf der 8 tut sich in diesem Moment nichts mehr. Dann dürften wir, ich gucke nochmal kurz auf den Zeitenmonitor, aber weitestgehend abgeschlossen sein. Nein, Dragon Eye scheint hier noch einmal über Start und Ziel zu kommen. Der aktuell 10. Platzierte kann er sich hier noch ein bisschen vorweg bewegen. Es ist die letzte Kurve. Geht da noch was? Es bleibt bei Dragon Eye für Startposition Nummer 10. Und somit haben sich alle 10 hier qualifiziert für den anstehenden Hauptlauf. Und jetzt geht's rund, Ladies and Gentlemen. Ultra Blitzer hat ein Sub dagelassen. Vielen, vielen Dank dafür. Alles andere als selbstverständlich. Ich freue mich sehr, schön, dass du mit an Bord bist. Mega, mega cool. Und Eifelblitz zählt schon die Zeit. 3 Stunden und 20 Minuten, bis offiziell GT7 freigegeben wird. Ich freue mich auch schon sehr. Ich werde morgen den ganzen Tag am Start sein. Offline und online. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Finale der TCC. Es geht los, Ladies and Gentlemen. Wir gucken uns den Start. Oh, Moment, shit, wir gucken ihn uns nicht an. Der Kamerabug. Einmal raus, einmal wieder rein. Auf dem Pole Position Platzierten.
The Don hier von der 1 aus ins Rennen hineingestartet. Auf den ersten Metern sieht es einigermaßen stabil aus. Und es ist einfach immer wieder beeindruckend, wie sauber das hier in der TCC läuft. Die Chance lässt sich aber Pacemaker hier an dieser Stelle nicht nehmen. Zieht direkt auf Position 1 vor. Da hat der gute Don hier aber die Innenseite schön Platz gemacht. Ferrari gegen McLaren auf den ersten Metern, 0,05 Sekunden, ein Hauch von nichts. Und Pacemaker versucht sich ja mit allen Mitteln gegen den McLaren zu verteidigen, aber muss den ersten Platz dann in diesem Moment auch direkt wieder hergeben. Hier greift auch noch Zut an, Lamborghini, die beiden Italiener jetzt gegeneinander. Pacemaker hat da anscheinend ein bisschen die Konzentration verloren und muss jetzt mal aufpassen, dass er hier nicht einen Platz nach dem anderen durchgereicht wird. Importfreak und Jumbo greifen in dem Moment an. Holla, die Waldfee. Importfreak in diesem Moment an zwei Fahrzeugen vorbeigezogen. Das ist hier der Oberknaller. Und der gute Jumbo hat die Lücke für sich noch nicht gefunden hier im Megane Trophy, aber kämpft in dem kleinen Quartett hier auch noch mit. Da gab es ein bisschen Lackaustausch, alles noch im grünen Bereich. Und zack, ist der eben noch Erstplatzierte auf Platz Nummer 5 zurückgefallen. Lasst uns das Feld einmal von hinten aufrollen. Wir sehen Dragon Eye von 10 gestartet, nach wie vor auf 10, aber noch im Halbsekundenbereich am restlichen Feld dran. Concolio auf der 9 tut sich im Moment auch noch ein bisschen schwer. Wir haben MS im Mustang auf der 8. Der gute Totti hier im direkten Windschatten vom guten Paintball. Auf der 5 haben wir Pacemaker mit Jumbo vor der Nase und in der Top 3 Zut, Importfreak und The Don. Und Importfreak zieht in dem Moment vorbei. Das ist ja der Oberknaller. Hat sich hier Position Nummer 2 geschnappt oder sie verteidigt? Das ging jetzt so schnell, dass ich mir gar nicht hundertprozentig sicher bin. Und die Kollegen starten in die zweite von insgesamt 42 Runden. Es geht weiter, Ladies and Gentlemen. Also, eine erste sehr intensive Runde, wie auch tatsächlich damit zu rechnen war, aber alles nach wie vor sehr, sehr eng und fair da vorne. Wir gehen kurz auf Totti, der ist hier als erster bzw. einziger auf der rechten Seite auf Start und Ziel versucht. Die Taktik kann natürlich aufgehen, hier rein in die Innenseite. Ah, das ist der Punkt. MS hätte da theoretisch mit mehr Schwung durch die Kurve durchgehen können, aber konnte den Schwung nicht nutzen, da der Hintern des 458 Italia da dicht gemacht hat. Trotzdem, MS jetzt im Angriffsmodus. Er will es wissen. Die Lücke war da, da wollte er nicht reinstechen. Also nach wie vor alle auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau unterwegs, aber extrem enge Geschichte hier wirklich nach wie vor. MS kommt da sehr weit raus, den guten Totti wird es freuen, aber da sehen wir auch wieder die Beschleunigungsstärke des Mustang, der absolute Hammer, aber Totti kann sich in dem Moment noch hervorragend verteidigen. Heinz, vielen Dank fürs Folgen, ich freue mich sehr, mega, mega cool. Und was meint Papa Joe mit 24, nicht 42? Was habe ich denn wieder für... Was habe ich denn wieder gesagt? Habe ich wieder irgendeinen Blödsinn gesagt? Es wäre nicht das erste Mal, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. So, Ladies and Gentlemen, Notorious, auch dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass du mit dabei bist. Und wir gehen sie nochmal komplett von 1 bis 10 durch. Auf der Spitze haben wir nach wie vor The Don. The Don im McLaren hat sich ja schon ordentlich abgesetzt. Wir sind tatsächlich erst kurz vor dem Ende der zweiten Runde. 3 Sekunden Abstand sind es aber bereits auf die Verfolger. Und er scheint so ein bisschen das zu wiederholen, was der gute NRC Sonne im letzten Rennen hier schon vorgemacht hat. Die McLaren-Jungs extrem stark unterwegs hier im Split B. Auf der 2 Importfreak, der sich vom Start weg wirklich gleich um mehrere Positionen verbessert hat. Richtig, richtig starker Start hier in diesen achten Lauf der TCC. Mit 0,8, 0,9 Sekunden dahinter kann er Jumbo noch einigermaßen auf Entfernung halten. Aber auch Jumbo hat sich da direkt ein paar Plätze nach vorne gearbeitet und zum Beginn von Runde Nummer 3 hier auch auf die dritte Position vorgekämpft. 2,2 Sekunden dahinter haben wir Pacemaker und Pacemaker führt so ein bisschen das restliche Feld an. 0,6, 0,7 Sekunden sind es auf die restlichen Kollegen. Werfen wir mal einen Blick übers Heck. Da kommt Paintball in der Viper herangerauscht. Das kann natürlich auch mal ein leichter, nervöser Moment werden. Aber wir sehen auch da hinten, wie extrem eng es nach wie vor zur Sache geht. Hier ist der Drops noch lange nicht gelutscht. Paintball haben wir gesagt, in der giftigen Viper unterwegs. Da hinten haben wir hier ein kleines Duo aus Totti und MS, Ferrari gegen Ford. Aber Totti kann nach wie vor Position Nummer 6 sehr gut verteidigen. Sowohl MS als auch Paintball sind da weit rausgekommen, aber im Moment keine Platzveränderungen auf den Positionen 5, 6 und 7. Auf der 8 haben wir Zut, der da deutlich zurückgefallen ist. Vorhin in der
sogar Top 4, Top 5 drin gewesen ist, wenn ich es jetzt nicht ganz verkehrt im Kopf habe, mit Teamkollege Concolio im Lamborghini Huracan hier auf 8 und 9 unterwegs. Und das ist immer das Großartige an der TCC. Und ich bin jedes Mal wieder begeistert, dass selbst der Letztplatzierte auf, ja, was heißt Letzt? Es ist ja Letzt, aber 10. Platz hier absolut noch mit dem Feld mithalten kann. Concolio kommt da raus. Concolio, Moment, falsche Richtung, ist da ein bisschen... Sag mal, das gibt's doch nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht auf Concolio schalten. Jetzt können wir drauf gehen. Ist da einmal in den Sand rausgekommen und somit haben wir einen Positionswechsel auf 9 und 10. Wir gehen noch einmal durch. The Don, mittlerweile den Abstand auf 4,5 Sekunden aufgebaut. Also da scheint die Lücke immer größer zu werden. Absolut fantastische Leistung wieder hier vom McLaren-Piloten. Kurze Denkpause innerlich, aber ich glaube, ihr habt es gemerkt. Und auf der 2 und 3 nach wie vor Import, Freak und Jumbo. 0,4 Sekunden sind es jetzt im Moment nur von den beiden. Ein Hauch von nichts. Ja, aber natürlich, was die Beschleunigungsfunktion angeht, hat die Viper hier natürlich den kleinen Vorteil, während der Renault Megane Trophy natürlich in den Kurven unglaublich stark ist. Hier hat der Megane jetzt keine Chance ranzukommen, trotz Windschatten. In den Kurven muss er die Lücke suchen. Das scheint ihm bisher noch nicht gelungen zu sein. Sub-Zero schreibt gerade, die Lambos müssen wahrscheinlich sparen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht geht die Renntaktik am Ende auf. Und jetzt sehen wir die Kurvenstärke des Megans. Aber auf der Außenseite jetzt natürlich die taktisch ungünstige Position. Da versucht sich Jumbo auf der Innenseite reinzuziehen. Reicht es jetzt in der nächsten Kurve? Ja, super sauber, super sauber. Aber jetzt kommt doch gleich wieder die Rechtskurve. Aber er setzt sich eine Wagenlänge davor. Somit Positionswechsel auf 2 und 3. Richtig gut, aber auch von beiden Beteiligten richtig, richtig sauber gemacht. Auf der 4 haben wir Pacemaker. Hat sich da schon so seinen kleinen Puffer herausgefahren. 1,5 Sekunden nach vorne und hinten. Platz Nummer 4 sieht trotzdem sehr, sehr ordentlich aus im Moment. Der gute Paintball kann da im Moment nicht so einfach mit dem Ferrari-Piloten mithalten. Aber auch noch auf einem sehr soliden 5. Platz. Die, nicht die, der Mustang, das Wildpferd auf der 6 ist mittlerweile an Totti vorbeigezogen. Und zwar auch schon mit einem ordentlichen Abstand von 1,8 Sekunden. Also, da scheint es einen ordentlichen Angriff gegeben zu haben. Totti somit hier im Ferrari 458 Italia auf die 7 zurückgerutscht. Und jetzt quasi im Zweikampf mit den beiden, oder zumindest einer der beiden Lamborghini Huracan Piloten. Sud hier auf Position Nummer 8 versucht da mit dem Ferrari mitzuhalten. 0,7 Sekunden sind auch wirklich ein vernünftiger Abstand. Da kann noch was gehen. Und dann sehen wir die Plätze 9 und 10. Concolio hatte sich dann in der Zwischenzeit doch wieder auf Position Nummer 9 vorarbeiten können. Und Dragon Eye im Renault nochmal eine Sekunde hier zurückgefallen. Gehen wir nochmal auf 2 und 3. Da ist Jumbo tatsächlich vorbeigezogen. Das haben wir ja gesehen. Das haben wir ja gesehen. Ich hab schon wieder... Es passiert so viel... So viel Verwirrung in meinem Kopf. Import Freak auf jeden Fall auf der 3. Jetzt dann doch auch schon mit 1,2 Sekunden Abstand. Kommt jetzt auf Start und Ziel. An sich natürlich auch die Stärke des amerikanischen Muscle Cars. Kann er sich jetzt hier ein bisschen ransaugen an den Vordermann im Megane? Na, weit außerhalb des Slipstreams. Und auch die Leistung der Giftschlange reicht in diesem Moment nicht. Ah, Papa Joe hatte mich nochmal korrigiert. Vielen Dank. Ich hatte 42 Runden gesagt. Alles klar. Dann sind es natürlich 24 Runden. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Danke für den Hinweis. Und Maestro, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinguckst. Und lieber Maestro, falls du es noch nicht gemacht hast, wir haben vorhin ja kurz geschrieben, schick mir bitte noch deine Adresse, wo ich den Aufkleber hinschicken soll. Battlecat fragt nochmal, wie der Versprecher-Command war. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Das war Ausrufezeichen Bingo. Und es gibt auch Ausrufezeichen sukzessive, falls ich dieses Wort öfter sagen sollte. Man sagt mir nach, das könnte passieren. Alright, Ladies and Gentlemen, dann gehen wir sie nochmal durch von 10 bis 1. Machen wir das doch mal in umgekehrter Reihenfolge. Kame Dragon Eye im
Moment, das können wir nochmal neu richtig aussprechen. Kami Dragon Eye im Renault Megane Trophy auf Position Nummer 10 und hier nach wie vor im engen und spannenden Zweikampf mit dem Huracan-Piloten Concolio. Die beiden schenken sich nichts, wechseln sich auf 9 und 10 immer mal ein bisschen ab, aber der Lamborghini-Pilot kann sich hier auch nicht so richtig absetzen. Dragon Eye hat vorsichtshalber nochmal den Scheibenwischer eingestellt. Es kann nicht schaden, um hier nochmal das ein oder andere PS zusätzlich herauszuholen, aber im Moment reicht es noch nicht, sich hier ernsthaft an Concolio heranzuarbeiten. Das wirkt fast hypnotisierend, oder? Wir springen auf Position Nummer 8 noch vor. Der Teamkollege von Concolio sucht nach wie vor im Windschatten des Ferrari-Piloten Totti. 0,3, 0,4 Sekunden trennen die beiden gerade voneinander. Das ist auch ein Hauch von nichts. Optimaler Slipstream-Bereich. Jetzt sehen wir das hier auf Start und Ziel. Reicht es, sich hier heranzusaugen? Er versucht es tatsächlich gar nicht im Windschatten. Er versucht es aus eigener Kraft vorbei zu schaffen, aber Totti macht das gut, verteidigt die Innenseite, halt jetzt natürlich weniger Schwung haben, aber jetzt ist die Frage, na, klasse gemacht. Also von Totti haben wir das heute schon ein paar Mal gesehen, dass er ganz genau weiß, wie man die Kurven hier mit dem italienischen Hintern schön breit zumachen kann. Also keine Positionsveränderung auf 8 und 7. Toller und enger Zweikampf zwischen Sud und Totti. Jetzt rückt aber Sud. Jetzt ist aber hier weit über den Innenkorb gegangen. Mal sehen, was die Stewards dazu sagen. Wir sehen die beiden im Zwillingsflug auf die nächste Linkskurve zufliegen. Linkskurve ist gut gesagt. Wir reden. Kurz überlegen. Nee, wir sind noch lange nicht beim Schumacher S. Das kommt erst in zwei Kurven. Aber nochmal gut verteidigt von Totti, der hier wirklich von Sud richtig unter Druck steht. Wir bleiben ganz kurz nochmal drauf auf den beiden. Gehen dann natürlich auch in die Top 6 rein. Aber es scheint hier im Moment zumindest kurzfristig zu keinen Positionsveränderungen zwischen den beiden zu geben. Und jetzt geht's rein in Schumacher S, der Vollständigkeit halber. Und weiter geht's. Papa Joe schreibt es gerade, mehr Power durch Wischer. Genauso ist es. Noch schneller macht einen ein Auto nur mit einem Eisbären auf der Lackierung. Hört auf meine Worte. Battlecat kann bisher keine Versprecher feststellen. Du hast halt einfach sehr gute Ohren, lieber Battlecat. So, Ladies and Gentlemen, dann würde ich sagen, gehen wir sie nochmal durch. Da gucke ich einmal nicht auf den Bildschirm. Su zieht an Totti vorbei. Wir bleiben mal ganz kurz drauf. Ich habe nochmal versucht, kurz die Wiederholung auch hier reinzukriegen. Und da ist Totti wieder vorne. Wir bleiben nochmal ganz kurz drauf. Su kommt da gut raus. Kann den Windschatten jetzt natürlich wieder nicht nutzen, aber befindet sich jetzt wiederum in der taktisch sinnvolleren Innenposition. Ein wahnsinnig enger Kampf hier zwischen den beiden auf 7 und 8, das ist ja der absolute Oberknaller. Ah, da musste er spät bremsen, kommt weit raus, jetzt aber nach wie vor auf der günstigeren Innenlinie. Was macht Totti? Oh, da gab es eine Berührung, zwischen den beiden. Totti war noch nicht komplett vorbei, aber auch gut reagiert von Sud, der das Ganze hier auch nicht schlimmer gemacht hat, als es unbedingt sein musste. Und schon ist Totti wieder auf 7, der absolute Oberhammer. Wir versuchen nochmal kurz das Überholmanöver reinzukriegen. Das war hier vor einer halben Runde. Kurz vor Ende von Runde Nummer 6 hat sich Sud hier im Windschatten herangearbeitet. Und wo ist denn dieses Überholmanöver passiert? Da hat, aber auch mit leichtem Lackaustausch. Da hat er die Lücke gesehen, die noch nicht so richtig da war. Aber wir springen mal direkt wieder hier in die Gegenwart hinein. Also, richtig schöne Geschichte zwischen den beiden hier auf 7 und 8. Wir gehen aber mal in die Top 6 rein. Paintball. Ja, hat er hier schon einen kleinen Puffer, 4 Sekunden nach hinten, 3,5 nach vorne, im Moment ein bisschen einsam unterwegs, wird aber wahrscheinlich um den 6. Platz nicht traurig sein. Unser Mustang-Pilot MS auf Position Nummer 5 versucht hier noch mit der Top 4 mitzuhalten, aber 1,7 Sekunden trennen ihn dann doch schon. Importfreak ist zurückgerutscht, Ladies and Gentlemen. Importfreak ist von 2 auf 4 zurückgerutscht. Da ist irgendwas passiert, was wir mit der Kamera nicht einfangen konnten. Wir können ja mal spaßhalber gucken, ob unsere alte Wiederholung noch irgendwas bringt. Da war es aber schon passiert, also wieder zurück in die Gegenwart. Importfreak hat 2 Plätze verloren, nachdem er hier so stark ins Rennen hineingestartet ist.
2,5 Sekunden Abstand auf Pacemaker sind dann auch schon ein relativ verdächtiges Zeichen. Der auch immerhin auch noch fast 2 Sekunden auf Vordermann Jumbo hat, der dann jetzt zumindest aus dem Stress mit Import Freak, dem Viper-Piloten, draußen ist und jetzt hier ein bisschen seine eigene Pace fahren kann. Und The Don of the 1, der lässt sich von dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht beunruhigen. Mittlerweile fast 9 Sekunden Abstand auf den Rest, fährt hier das Rennen gegen sich selbst. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick, bevor wir in die ersten Boxenstops des heutigen Rennens hineingehen auf die Pace. Pacemaker hat auf jeden Fall mal wieder ein paar schnelle Sektoren hingelegt, versucht hier ein wenig aufzuholen in Richtung Top 2. Ansonsten sehen wir aber, dass das Feld auch TCC-typisch noch sehr gut, sehr gleichmäßig über die Strecke verteilt ist. Das ganze Feld ist wirklich noch sehr, sehr eng zusammen. Hier ist der Drops noch nicht gelutscht. Hugo da, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du wieder da bist. Und Papa Joe, natürlich mit dem brennenden Kolben auf dem Auto, wird das Auto bestimmt auch schneller. Ich habe da auch so Gerüchte gehört. Aber vertrau mir, das mit den Eisbären, da ist was Echtes dran. Wir gehen sie noch mit, wisst ihr was, ich setze mich erstmal, ich trinke erstmal einen Schluck und dann gehen wir sie weiter durch, denn sonst falle ich hier um, bevor das Rennen vorbei ist. Also ich habe schon mal gesagt, das ist keine Schleimerei, ich habe auch nichts davon. Aber diese TCC-Rennen in den letzten Wochen haben mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Das ist einfach der Hammer, wie man hier wirklich eine Stunde lang die pure Action auf der Strecke hat. Und alle sind so extrem nah aneinander dran. Also das macht den Kameraden auf der Strecke definitiv Spaß, aber es ist auch wirklich zum Zugucken ein Genuss. Der Führende, ich wollte was trinken, geht in diesem Moment an die Box. Was macht Position Nummer 2? Jumbo hängt auf jeden Fall noch mindestens eine Runde dran. Und Pacemaker auf der 2 tut es ihm gleich. So, wir sehen jetzt die ersten regulären Boxenstops. Die meisten der 10 Piloten nutzen tatsächlich jetzt auch die Gelegenheit, das Erreichen von Runde Nummer 9, um hier das erste Mal in die Box reinzugehen. Wir werden von den meisten, ja gucken, wenn ich sogar von allen 2 Stops sehen, aber mal sehen, ob der ein oder andere das Risiko eingeht. Schauen wir mal. Jumbo wird vermutlich diese Runde reingehen. Vielleicht kriegt er auch noch eine weitere rausgekitzelt. Schauen wir mal. Und ein Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist natürlich auch, dass die Kameraden mit unterschiedlichen Reifen unterwegs sind. Pflichtreifenmischung, Medium und Weich. Ja. Der führende Jumbo ist auf den weichen Schlappen unterwegs, hat also tendenziell ein bisschen mehr Grip an der Kiste als Verfolger Pacemaker im Ferrari, der hier auf dem mittleren Schlappen unterwegs ist. Dafür halten die Reifen ein bisschen länger durch, aber das ist schon beeindruckend. Wenn du siehst, die beiden haben einen sehr, sehr ähnlichen Spritverbrauch, ja, sogar total identisch. Und Jumbos weiche Reifen haben sich jetzt gar nicht so dramatisch viel mehr abgenutzt wie die des Verfolgers. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass der Fahrstil, aber natürlich auch der Megane selber, ja, vielleicht ein bisschen reifenschonender ist. Bin ich mir aber in dem Moment nicht ganz sicher. Das ist gerade so ein spontanes Gefühl, aber Jumbo und Pacemaker gehen in diesem Moment auch in die Box. Paintball war ebenfalls noch nicht drin. Ja, da schreit der Tank ebenfalls um Hilfe. Da geht es rein in die Pit. Und dann sehen wir einen großen Abstand von 20 Sekunden auf Verfolger The Don. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich, denn The Don, der aktuell Führende bzw. Position Nummer 1, wird er sich jetzt gleich wiederholen, ist bereits in der Box drinnen gewesen. Hat also nach wie vor einen fast 8-sekündigen Abstand auf die Verfolger und hat jetzt in seinem persönlichen zweiten Stint, nennen wir es mal so, die Weichenschlappen aufgezogen und kann jetzt vermutlich noch mal ein bisschen mehr Pace herausholen als sowieso schon. Im Moment The Don auch mit der schnellsten Runde des Rennens, hat eine 2-4-307.
auf den Asphalt gezimmert und ich glaube mit dem mittleren Reifen. Ich glaube, dass er mit dem mittleren losgefahren ist, aber täuscht mich, korrigiert mich gerne, falls ich mich hier täusche. Madeline, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinguckst. Such dir ein gemütliches Plätzchen. Es sind noch einige frei. Die Sicht ist hervorragend. Importfreak, 7,8 Sekunden dahinter. Da hat ihn der Boxenstopp dann doch wieder um zwei Plätze vorkatapultiert. Aber da wird vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sehen sein, wie viel Sprit er auch wirklich mitgenommen hat. Ebenfalls jetzt auf den weichen Schlappen unterwegs mit 2,5 Sekunden Abstand auf Jumbo. Oh, und da sehen wir es sehr, sehr deutlich. Jumbo hat den Tank einmal komplett voll geknallt. Das heißt, Pacemaker hat sich den Positionsgewinn oder die zwei Positionsgewinne mit einem leeren Tank erkauft. Und jetzt sehen wir so langsam aber sicher in die Glaskugel hinein, mit welchen Boxenstrategien die Kameraden hier unterwegs sind. Denn wenn Jumbo auf die mittleren Reifen wechselt und den Tank bis an den Deckel voll macht, dann hat der Junge hier nicht mehr vor, ein zweites Mal in die Box reinzugehen. Das wird mega, mega spannend. Gucken wir nochmal kurz auf den Führenden. Der Führende auch. Der Führende, und dann ist somit klar, ist wie vermutet mit den mittleren Reifen gestartet, ist jetzt auf die Weichen gewechselt. Noch 14 Runden mit den weichen Schlappen. Ich glaube, das wird nicht die einfachste Aufgabe, aber wenn ich mir die Pace gerade angucke von dem Kollegen im McLaren mit nach wie vor über 8 Sekunden Abstand, kann die Rechnung durchaus aufgehen. Importfreak auf der 2 wird somit auf jeden Fall nochmal in die Box rein müssen. Das wird natürlich kräftig Zeit kosten. Jumbo, wie gesagt, auf einer Einstoppstrategie unterwegs und Pacemaker auf der 4 hat aber ebenfalls nicht mehr vor, in die Box reinzugehen und ist genau wie Vordermann Jumbo hier auf den weichen Reifen unterwegs. Madeline, danke fürs Folgen. Schön, dass du dabei bist. Auf der 5 KBTV Paintball. Kann hier im Moment auch noch super mit der Top 4 mithalten, aber ihm wird dasselbe Schicksal in Anführungsstrichen wie seinen Viper-Kollegen im Portfreak ereilen. Auch er wird hier auf keinen Fall mit einem Stop durchkommen. Muss definitiv ein zweites Mal in die Pit. Also werden wir somit die beiden Viper-Piloten im Portfreak und Paintball hier definitiv noch um den ein oder anderen Platz zurückrutschen werden. Somit wird der Kampf zwischen The Don, Jumbo und Pacemaker hier aktuell in der Top 3 vermutlich entschieden werden. Aber lehnen wir uns mal noch nicht zu weit aus dem Fenster. Es sind noch 13 Runden. 3,5 Sekunden hinter Paintball haben wir Sud im Lamborghini. Auch hier eindeutig auf einer 2-Stopp-Strategie unterwegs. Da geht es wohl dann eher um den Kampf der Plätze im Mittelfeld. 5,5 Sekunden dahinter haben wir MS. Ja, siehst du? Und da ist der Kamerad genau wie vor 14 Tagen unterwegs. Wird das Ganze hier auch auf einem Stopp durchziehen. Ist aber im Gegensatz zu den Top 3 aktuell hier auf dem Medium-Reifen unterwegs. Also hat jetzt zwar im Moment ein bisschen weniger Grip, kommt hier immer extrem weit raus tatsächlich. Wird von den Stewards allerdings nicht bestraft, weil es ihm wahrscheinlich eher ein bisschen Zeit kostet, als tatsächlich bringt. Aber auf was will ich hinaus? Wir haben von MS schon vor 2 Wochen gesehen, dass er es sehr gut schafft, hier den, ja unterm Strich eigentlich nicht besonders spritsparenden Mustang, hier aber sehr effizient über die Strecke zu schieben. Er wird vermutlich gegen Ende des Rennens wieder in das Spritmanagement eingreifen müssen. Das wird ihm Pace kosten, deswegen mal sehen. Rein von der Taktik könnte es hier theoretisch für den 4. Platz reichen. Aber es kann natürlich am Ende sein, dass er das Wildpferd so weit zügeln muss, dass er hier dann vielleicht doch noch den einen oder anderen zurückrutscht. Aber gehen wir mal das restliche Feld durch. Es sind ja dann auch nur noch 3, die jetzt übrig sind, ob da auch noch einer auf einer Einstoppstrategie unterwegs ist. Conculio im Lamborghini wird es auf jeden Fall nicht sein. Ihn werden wir auf jeden Fall noch einmal in der Pit sehen. Totti hat sich ebenfalls für eine 2-Stopp-Strategie entschieden. Und last but not least Dragon Eye, der aber wiederum auf einer 1-Stopp-Strategie unterwegs ist. Und deswegen ist das sehr interessant. Oh, der Blitz. Schön, dass du da bist. Eigentlich hatte ich diese Mitteilungen ausgeblendet, aber ist doch schön. Seht ihr mal, da, wir sind jetzt hochoffiziell Freunde. Das Leben fühlt sich gleich viel positiver an. Aber was wollte ich sagen? Dragon Eye auf der 10. 15 Sekunden Abstand auf die Vordermänner. Aber wie gesagt, die meisten seiner Kollegen da vorne müssen ein zweites Mal in die Box. Dragon Eye hat das nicht vor. Also auch hier wird er sich nochmal eine ordentliche Stange nach vorne schieben können. Wir gehen nochmal auf die Top 3. The Don auf der 1 hat den Abstand jetzt nochmal ein bisschen ausbauen können. Eine halbe Sekunde ist auf jeden Fall nochmal draufgekommen. Jetzt sind sogar fast 9 Sekunden Abstand auf Verfolger im Portfreak. Vom Viper-Piloten mit der Nummer 97 haben wir vorhin schon gesehen, dass er das Muscle Car hier richtig im Griff hat.
wenngleich er zwischenzeitlich mal zwei Plätze abgegeben hat. Oh nee, wir sehen hier schon, welche gute Pace er hier wirklich drauf hat, aber die muss er jetzt auch rausholen. Er muss jetzt hier Vollgas geben, weil er natürlich auch weiß, wie viel Zeit ihn der nahende Boxenstopp dann kosten wird. Also muss er jetzt versuchen, hier so viel wie möglich aus der Power und aus den weichen Reifen herauszuholen. Bei Pacemaker 5,5 Sekunden dahinter ist das Ganze ein bisschen entspannter. Ja, er muss tatsächlich auch ein bisschen auf die Reifen achten. Im Moment alles noch im grünen Bereich. Aber die Schmuckstücke müssen hier irgendwie noch gute 12 Runden durchhalten, bis er die schwarz-weiß karierte Flagge sieht. In die Box möchte er nämlich auf keinen Fall mehr. Sub-Zero, vielen Dank für das Lob. Freut mich. Ich red mich heute gefühlt um Kopf und Kragen. Die TCC macht es mir tatsächlich auch sehr, sehr einfach, weil hier einfach ständig was los ist. Aber ich merke, ich überhole mich gerade ein bisschen selber. Ich hoffe, es ist nicht zu hektisch und zu schnell. Ich habe gerade sehr viel Spaß hier, aber es ist gerade so viel los. Wenn ich euch in Stress versetze, gebt Bescheid, dann schalte ich meinen Gang runter. Und ich muss dann denken, ab und zu mal was zu trinken, wenn die Stimme morgen noch funktionieren soll. Aber vielen, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn aus mit den Zweikämpfen? Gehen wir noch mal einen kurzen Blick hier auf den Zeitenmonitor. Die engste Geschichte ist, wenn ich das hier richtig sehe, zwischen Jumbo und Sud, ja, auch zwischen Paint... Na, mal gucken, Moment. Paintball und Jumbo. Paintball und Jumbo. Gehen wir noch mal auf Position Nummer 5, wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere. Ja, ganz genau. Jumbo und Paintball hier im Zweikampf, aber auch hier wieder der Vollständigkeit halber. Jumbo ist ein bisschen vorsichtiger unterwegs und auf den mittleren Reifen. Das heißt, er kann jetzt hier nicht die volle Leistung aus dem Megane Trophy herauskitzeln, denn er möchte hier definitiv in die Top 3 kommen und im Moment sieht doch alles danach aus. Paintball muss aber Zeit herausholen, denn Paintball wird definitiv nochmal in die Box rein müssen, genauso wie Verfolger Sud, den wir hier gerade im Huracan sehen. Also die Jungs wollen sich natürlich jetzt hier nicht allzu sehr aufhalten lassen. Gerne an Jumbo vorbei, der es ihnen aber nicht einfach macht, um dann vielleicht noch ein bisschen Zeit einsparen zu können, die ihnen der Pitstop kosten wird. Da hätte die Viper fast zugebissen. Heinz hat Baldrian genommen, alles entspannt. Wenn du vor meinen Streams Baldrian nehmen musst, dann... Ich hoffe, es liegt an der TCC und nicht an mir. Also deswegen bitte kein Medikamentenmissbrauch, weil der Streamer einen schlechten Job macht. Oh, schön. Siehst du mal, unser Kamerakind Sud, optimale Perspektive hier auf Position 4 und 5. Paintball drückt kräftig von hinten, aber so wie wir Jumbo kennen, macht er es den Kameraden hier nicht einfach. Jetzt versucht sich hier Sud auch noch irgendwie vorbeizuziehen. Paintball macht die Lücke zu. Jumbo hört es langsam klingen. Oh, da wird's eng. Three wide, ladies and gentlemen, vor der Schikane, vor Start und Ziel. Das ist ja unglaublich. Der absolute Oberknaller. Sowohl Sud als auch Paintball ziehen sich hier vorbei. Oh, Paintball weit über das Innere der Schikane gekommen. Da ist er, glaube ich, präventiv vom Gas gegangen. Natürlich zum einen, um da keinen Unfall zu provozieren, aber vermutlich auch, um keine Zeitstrafe einzusacken. Die Taktik scheint aufzugehen. Leider nochmal zwei Plätze verloren, aber wieder im Windschatten von den Kollegen Sud und Jumbo. Und Jumbo hat sich wieder zurückgekämpft. Ja, Jumbo kennen wir. Jumbo, wenn sich da eine Lücke auftut, die nur ansatzweise wie eine Lücke aussieht, dann nutzt er sie, schießt wieder vor. Schade für Sud und Paintball, die hier wirklich super vorbeigestochen sind. Aber dann gilt es natürlich auch, die Konzentration hochzuhalten und die Position zu halten. Und Sud versucht es auf jeden Fall. Also, ganz, ganz starkes Trio. Und das ist natürlich auch immer wieder spannend zu sehen. Ah, Sud, 1,5 Zeitstrafe, direkt abgebaut, so wie sich das gehört. Das wird an der Stelle Paintball und Jumbo freuen, für die es dann ein bisschen entspannter wird. Aber wie gesagt, rein aus boxenstrategischer Sicht ist die entspannte Position gerade beim guten GPSR Jumbo im Renault. Denn die anderen Kameraden, die Verfolger, haben eben noch einen Boxenstopp vor sich. Das ist gerade die Krux an der Geschichte. Gehen wir sie aber nochmal von 0 bis 1 sukzessive durch. Dragon Eye, nach wie vor auf der 10, hat da auch noch ein bisschen Federn gelassen. 17 Sekunden Abstand sind es bereits zu den vorderen Männern, aber nochmal der Vollständigkeit halber, er muss nicht in der Box. Er muss nicht in die Box, aber dafür die meisten seiner Vordermänner. MS im Mustang.
Es wirkt fast so, als wenn er jetzt schon am Spritmanagement spielt. Hat einen verdächtig großen Abstand jetzt schon zu Vordermann Totti. 3 Sekunden trennen die beiden miteinander. Aber auch hier entspanntere Strategie. Versucht es hier jetzt irgendwie bis zur Runde 24 durchzuziehen. Totti haben wir auf der 8. Totti hat ein bisschen Druck, denn er muss noch in die Box. Versucht sich hier so langsam aber sicher in den Windschattenbereich von Vordermann Concolio heranzusaugen. 0,4 Sekunden trennen ihn davon allerdings noch. Und Concolio wird es ihm definitiv nicht einfach machen. 8,5 ordentliche Sekunden sind es auf Paintball und 2,5 Sekunden. Holla die Waldfee. Das ist aber richtig böse. Die muss er jetzt abbauen. Und 2,5 Sekunden Zeitstrafe kosten natürlich mehr als 2,5 Sekunden. Da er natürlich jetzt hier auf der Start- und Zielgerade unglaublich Geschwindigkeit verliert. Trotzdem nach Reglement sauber abgebaut. Aber Sud hatte somit in dem Moment wieder die Position 5 zurückholen können und ist jetzt im Schlepptau von Jumbo. Und Papa Joe ist hochkonzentriert, ich merke es. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend hier zwischen 4, 5 und 6, wenngleich Sud und Paintball sich ein bisschen schwer tun, die Konzentration so hoch zu halten wie Jumbo, der hier fährt wie ein Uhrwerk. Aber wir gucken uns natürlich auch nochmal die Top 3 an. Wir sehen Pacemaker nach wie vor auf der 3 mit 3,7 Sekunden auf Import Freak. Import Freak in der Viper auf der 2. Der Sprit sieht doch ganz gut aus. Ein paar Runden wird er damit noch durchhalten, aber die Vorderreifen, die schreien so langsam aber sicher um Hilfe. Das wird jetzt nicht unbedingt zu neuen Rundenrekorden führen. Und The Don ist nach wie vor unterwegs wie eine Rakete. Vor 4 Runden dann sogar noch mal die schnellste Runde des Rennens hier auf den Asphalt gebracht. 2 Minuten 3 und 7, 5, 6. Aber somit gehen wir noch mal auf 4 und 5 zurück. Das ist mit Abstand das engste Duell, was wir hier gerade haben. Und Su drückt und drückt und gibt die Hoffnung nicht auf, hier vielleicht auch noch mal die Lücke zu finden. Das war noch mal ein kleiner Angriffsversuch mit der Machete. Jumbo hat den Megane aber breit gemacht, konnte in dem Moment wieder verteidigen. Jetzt kommen wir wieder auf einen der schnellsten Streckenabschnitte hier auf dem Nürburgring. Zieht sich da aus dem Windschatten links ran, reicht es aber tatsächlich, um jetzt links in der Schikane reinzustechen. Das sieht gut aus, er ist vorbei. Er ist vorbei und jetzt im richtigen Moment nicht stressen lassen, rein in die Schikane, schön mit Schwung raus auf Start und Ziel. Und das könnte jetzt die Gelegenheit sein für die Lamborghini-Piloten, zumindest noch ein bisschen Zeit nach vorne herauszuarbeiten. Wie gesagt, der zweite Boxenstopp, der sich so langsam aber sicher ankündigt, wird dann auf jeden Fall für eine Menge Zeitverlust sorgen. Somit, wie gesagt, Jumbo hat keinen Stress und ist auch vor den Vordermännern so weit entfernt mit weit über 8, teilweise sogar 9 Sekunden, dass die Top 3 vermutlich eh in nicht erreichbarer Ferne ist. Aber man soll immer bis zum Ende sein Bestes geben, denn wir wissen natürlich nicht, was da vorne noch passiert. Und es ist völliger Blödsinn, was ich gerade sage. Import Freak muss ja noch rein. Import Freak auf der 2 werden wir die nächsten 2 bis 3 Runden auf jeden Fall noch eine Box sehen. Das heißt, der gute Jumbo kann eigentlich, wollen wir mal den Teufel nicht in die Wand malen, gar nicht mehr so viel verkehrt machen, dass er sich den dritten Platz hier am Ende des Rennens noch nehmen lässt. Aber wie gesagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir gehen sie nochmal systematisch durch in umgekehrter Reihenfolge von 10 bis 1. Kame Dragon Eye 47 im Renault Megane Trophy. Wie gesagt, ist er auf einer anderen Boxenstrategie als seine Vordermänner unterwegs, tut sich schwer, die Pace mitzuhalten, hat jetzt doch nochmal in der Zwischenzeit, seit wir ihn das letzte Mal hier auf dem Bildschirm hatten, um 1-2 Sekunden verloren. Trotzdem muss das nicht dramatisch sein. Die Frage ist, wie lange dauern die Boxenstops? Gucken wir mal. Dragon Eyes Boxenstop hat tatsächlich 44 Sekunden gedauert. Das ist aber ein ordentlicher Brocken. Gucken wir mal auf Vordermann MS, der hier ebenfalls in dem Bereich unterwegs ist. 43 Sekunden. Pi mal Daumen nach Adam Riese. Gucken wir uns doch mal einen der Einstopper an. Paintball. Ja, aber tatsächlich auch. Der Boxenstopp 41 Sekunden. Also die Boxenstopps hier über 40 Sekunden lang. Das heißt, wir gehen noch mal kurz auf Position Nummer 10. Mit 20 Sekunden Abstand sollte sich Dragon Eye da entspannt den einen oder anderen Platz tatsächlich alleine über die Strategie nach vorne arbeiten können. Wenn dann am Ende die Spritmischung und der Reifenbelag es dann tatsächlich noch zulassen. Bei MS sieht es aber auch im Moment ganz gut aus. Naja, zugegebenermaßen, die Reifen arbeiten jetzt schon ordentlich am Grip
Und es sind noch 8 Runden, Ladies and Gentlemen. Paintball auf der 8 legt noch eine weitere Runde dran. Mal sehen, vielleicht auch eine zweite, bevor er in den Pit reingeht. Aber wir sehen dann die Mittelfeldkollegen definitiv gerade schon in der Box. Also springen wir noch einmal auf die 1. The Don in Runde Nummer 17 gestartet mit mittlerweile fast 20 Sekunden Abstand auf die Verfolger. Da ist es jetzt auch nicht schlimm, dass sich die Reifen und zwar an allen 4 Felgen langsam aber spürbar bemerkbar machen. Mit dem Abstand dürfte da im Normalfall nichts mehr anbrennen. Pacemaker auf der 2. Toll gemacht. Hat sich hier auch für die in Anführungsstrichen entspanntere Strategie entschieden. Und mit dem Sicherheitspuffer von 11 Sekunden auf Jumbo sieht das im Moment auch sehr, sehr ordentlich aus. Ja, und Jumbo, wie gesagt, nicht nur stark im Mittelfeld unterwegs, weiß es, sich die Plätze zu erkämpfen und zu verteidigen, aber sieht im Moment auch sehr solide aus mit 11,2 Sekunden auf den Kollegen Paintball, der ja noch in die Box rein muss. Bei MS wird es dann mehr interessant, aber auch dann, wenn wir die Abstände zusammenrechnen, sind es fast 15 Sekunden auf Jumbo. Aber die Kollegen, die hier mit einem Stop unterwegs sind, haben definitiv, im Moment scheint es zumindest darauf hinauszulaufen, hier eine gute taktische Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, mal abwarten. Wenn die Kiste in den letzten Kilometern dann auch sehr unruhig, sehr rutschig wird, kann es natürlich auch mal sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden. Import Freak ist mittlerweile in der Box drin gewesen. Oh ja, und MS, den wird er noch kassieren. Soweit lehne ich mir aus dem Fenster. 4,8 Sekunden sehen wir hier zum Mustang-Piloten. Jetzt ist der gute Viper-Pilot auf weichen Schlappen und einem halbvollen Tank unterwegs. Jetzt kann er hier nochmal so richtig die Leistung rausdrücken. Und MS wird er wahrscheinlich relativ entspannt kassieren können. Paintball auch, da er nochmal in die Box rein muss. Also das sieht zumindest nach einer sehr ordentlichen vierten Platzierung hier raus. Mal gucken. Er wird jetzt hier auf jeden Fall nochmal richtig das Pedal durchdrücken. Sud auf der 7. Mittlerweile auch in der Box drin gewesen. 11,4 Sekunden Abstand zu Import Freak. Eine Lücke, die sich auf natürliche Weise vermutlich nicht schließen lässt. Und Paintball. Moment, wo ist er? Da ist zumindest die Boxencrew, hat sich in dem Moment in der Pit angemeldet. Das heißt, Import Freak konnte hier tiefenentspannt auf Position Nummer 5 durchziehen. Und jetzt wird's interessant. Wir starten in die letzten 6 Runden des Rennens, Ladies and Gentlemen. Und wir gehen sie nochmal von 1 bis 10 durch. Auf der 1, nach wie vor The Don, wie sollte es auch anders sein? Mit mittlerweile schon über 21 Sekunden Abstand. Trotz abbauenden Reifen lässt er hier keinerlei Eindruck zu, hier die Pace auch deutlich runterschrauben zu müssen. Er ist nach wie vor, und die Reifen, wie gesagt, die merkt man in den Zustand auf jeden Fall schon, trotzdem noch auf sehr stabilen 2-4er-Rundenzeiten unterwegs. Und den Stress muss er sich eigentlich gar nicht mehr machen, denn die Kollegen da hinten werden auf keinen Fall mehr rankommen. Pacemaker auf der 2. Tiefenentspannt unterwegs, wenn man das so nennen kann. Sieht sehr, sehr ordentlich aus. Dass er den Führenden im Normalfall nicht mehr kriegt, dürfte sich von alleine erklären. Aber Position Nummer 2, sehr, sehr starkes Zwischenergebnis. Und in 6 Runden könnte das dann auch ein Endergebnis sein. Und Jumbo scheint im Moment auch alles richtig gemacht zu haben. Mit 15 Sekunden Abstand nach hinten aktuell auf der Bronzeplatzierung unterwegs. MS kämpft mehr mit dem Vorder- als mit den Hinterreifen, was jetzt dann auch langsam aber sicher zum spürbaren Untersteuern in den Kurven führen sollte. Ja, und Import Freak hier auf Position Nummer 5, den wird er natürlich nicht mehr aufhalten können, der im Moment noch auf sehr frischen, weichen Reifen unterwegs ist, also nur eine Frage der Zeit. Aber es ist ja auch nicht schlimm, dann rutscht MS eben auf Position Nummer 5 zurück, trotzdem super Ergebnis. Und Import Freak muss natürlich jetzt auch erstmal die Konzentration halten. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Such dir ein gemütliches Plätzchen. Es sind noch einige frei. Achso, und da ich mittlerweile selbstverständlich davon ausgehe, dass alle ihr Sitzkissen dabei haben, falls nicht, beim nächsten Mal bitte dran denken. Sitzt sich viel gemütlicher. Der eine oder andere nutzt auch seine Katze als Sitzkissen. Ah nee, umgekehrt.
So, da ist es auch soweit. Ladies and Gentlemen, Importfreak 97 hat zugestochen, zieht in dem Moment an MS vorbei, der sich auch nicht wirklich gewehrt hat. Er hätte ja auch tatsächlich keinen Sinn gemacht. Versucht hier zwar noch ein bisschen mit der Viper mitzuspielen, ist natürlich auch ein schönes Bild der beiden Muscle Cars hier, wie sie über den Nürburgring düsen. Aber eine ernsthafte Chance für MS mit den deutlich abbauenden Reifen hier noch tatsächlich Importfreak zu kassieren. Gleich 0, aber trotzdem mit einer sehr ordentlichen fünften Platzierung, die er sich hier erarbeitet hat. Im Schnelldurchlauf nochmal durch die 1 bis 5 und dann gucken wir uns das restliche Feld nochmal an. Wir haben The Don mit fast 23 Sekunden auf der 1, Pacemaker auf der 2, GPS Air Jumbo auf der 3, Importfreak ganz frisch auf der 4 und MS auf der 5. Und ab Position Nummer 6 haben wir jetzt im Endeffekt die ganzen Kameraden, die einen zweiten Boxenstopp hingelegt haben. Gut, Importfreak auf 4 auch, hat sich da trotzdem ganz stark nach vorne gearbeitet und sucht sich immerhin auf Position Nummer 6 gerettet. Aber auch hier jetzt mittlerweile mit deutlichen Abständen zu den vorderen Hintermännern. Aber immerhin auf die 6 vorgeschoben. Teamkollege Concolio 13,7 Sekunden dahinter auf Position Nummer 7. Und hier könnte es jetzt durchaus noch mal ein bisschen stressig, oh ja, sogar richtig stressig werden. 7, 8, 9, 10. Da wird es ja noch mal richtig eng hier, Ladies and Gentlemen. 1 bis 2 Sekunden Abstand zwischen den Kollegen. Und das ist spannend. Dragon Eye trotz seiner Einstoppstrategie nach wie vor auf der 10. Zwar nur mit 1,8 Sekunden Abstand zu den vorderen Männern, aber der zweite Stopp der Kollegen war dann tatsächlich doch so kurz und knackig, dass er sich da über die Strategie nicht heranarbeiten konnte. Sehr, sehr schade natürlich für ihn. Paintball somit aktuell auf der 9 unterwegs, Totti auf 8, Concolio auf 7 und sehr enge Geschichte hier zwischen den drei auf 9, 8 und 7. Also hier ist der Drops noch nicht gelutscht, aber es sind auch nur noch 4 Runden, Ladies and Gentlemen. Ne, 5 Runden sind's. 5 Runden. Da hat aber einer den Bremspunkt verpasst, Ladies and Gentlemen. Das gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Am Ende von Start und Ziel. Das gab ein ordentlicher Schubser, aber Glück im Unglück. Beide noch stabil auf der Strecke unterwegs. Das hätte natürlich auch ins Auge gehen können. Aber Paintball hat mal ordentlich angeklopft und gesagt, huhu, ich bin auch noch da. Der gute Concolio hier vorne kann sich zumindest wieder ein bisschen absetzen. 1,3 Sekunden Sicherheitsabstand, zumindest für den Moment. Oh, Paintball arbeitet sich da innen ran. Aber hat er auch wieder ein bisschen den Bremspunkt verpasst. Sehr späte Bremsmanöver hier vom KBTV-Kollegen. Hat sich aber durch die Aktion hier Position Nummer 9 erkämpft und jetzt gilt es zu halten, Ladies and Gentlemen. 4,5 Runden sind es noch. Und summa summarum trotzdem alles sehr fair und vor allem auch hochkonzentriert, dass die Kollegen hier die Bioliden auch so auf der Strecke halten. Also gehen wir sie nochmal von umgekehrter Reihenfolge von 10 bis 1 durch in den letzten Runden des Rennens. Dragon Eye, wie gesagt, hat es über die Boxenstrategie versucht, hier irgendwie noch ein bisschen Zeit gut zu machen. Die Kollegen da vorne spielen aber die Taktik leider nicht mit. 4,5 Sekunden trennen ihn mittlerweile zu den anderen 9. Auf 9 und 8 haben wir nach wie vor Totti und Paintball im Zweikampf. Wenngleich Totti da jetzt sogar noch mal hier ein bisschen Luft gelassen hat. 0,8 Sekunden trennen ihn zu Vordermann Paintball. Der Mann in der Viper versucht sich in der Zwischenzeit an Concolio ranzuarbeiten. Also, das könnte theoretisch auch noch glücken. Die Konzentration muss jetzt nur noch mitspielen. Reifentechnisch sieht das im Moment noch alles sehr, sehr solide aus. Und Concolio kämpft hier natürlich um jeden Meter, aber merkt natürlich, dass die Luft nach hinten jetzt auch ein bisschen dünner wird.
Ganz kurzer Überblick in die Zeitentabelle, ob es irgendwo anders noch enge Geschichten gibt. Nein, die Geschichte zwischen... Doch, Sud und MS. Sud hat sich daran gearbeitet. Also, Paintball zieht an dem Moment aber tatsächlich auch vorbei. Klasse, na, musste aber wieder spät bremsen. Wieder leichter Lackaustausch. Holla die Waldfee. Da gibt's ein bisschen was in der Lackierwerkstatt heute zu tun. Concolio zieht sich da vorne ran. Es bleibt eng. Totti kämpft da hinten jetzt auch noch mit. Plötzlich wird aus dem Duo ein Trio. Aber was ich eigentlich nochmal sagen wollte, wir springen da gleich nochmal drauf. Nämlich Sud zieht in dem Moment nämlich an MS vorbei. Also hat sich dann an dem leicht lahmenden Wildpferd dann tatsächlich doch noch vorbeischieben können. MS im Mustang, wie gesagt, hat mit den Reifen richtig zu kämpfen, wird vermutlich auch langsam aber sicher ins Spritmanagement eingreifen müssen, obwohl das jetzt gar nicht so dramatisch sieht. Und naja, dann doch auf Position Nummer 6 zurückgerutscht. Sud auf der 5. Aber was passiert hier auf 7, 8 und 9 zwischen Concolio, Paintball und Totti? Hier ist der Drops definitiv noch nicht gelutscht. Concolio schafft es hier mit allen Mitteln. Nein, 4 Sekunden Strafe. 4 Sekunden. Wie hat er sich die denn eingefangen? Das gucken wir uns gleich nochmal an, während sich Paintball und Totti hier in Richtung Nummer Runde 22 arbeiten. Somit wird es zwischen den beiden nochmal spannend. Was ist denn bei was muss man denn tun, um 4 Sekunden Strafe einzusacken? Hier einmal rüberfahren, da einmal rüberfahren. Das war's? Das waren 4 Sekunden. Okay, die Stewards in der Eifel schlagen aber zugegebenermaßen. Aber knallhart zu. 4 Sekunden, holla die Waldfee. Somit wurde aus dem Trio wieder ein Duo, bestehend aus Paintball und Totti auf 7 und 8. 0,3 Sekunden trennen die beiden voneinander. Und Totti will es jetzt in den letzten 3 Runden des Rennens nochmal wissen. Unglaublich heftig, absolut. Das hätte mal eine menschliche Rennleitung entscheiden sollen. Ja? Da wären aber Köpfe gerollt. Zeitstrafe kriegt man ja nicht mal, wenn man Tokio in die Betonwand einschlägt. Alter Falter. Ja, Sub-Zero schlägt vor, dass er gleich ein Strafabo abschließen kann. Die Frage ist, welchen Vorteil er davon hat. Wird ihm dann jeweils die 4. Strafsekunde erlassen? So, es ist auf jeden Fall so, wir sind in Runde Nummer 22 von 24 und nochmal einen kurzen Blick auf den Zeitenmonitor sehen wir aber tatsächlich, wir haben ordentliche, teilweise zweistellige Abstände zwischen den einzelnen Boliden. Und die mit Abstand knappste Geschichte ist die zwischen Paintball und Totti auf 7 und 8. Wir können uns das hier auch nochmal angucken. Die Kollegen haben sich mittlerweile ein bisschen weiter über die Strecke verteilt. Und wir gehen sie natürlich jetzt auch nochmal im Schnelldurchlauf alle durch. Aber ich glaube, das wird das Duell hier sein, was uns bis zur Ziellinie beschäftigen wird. Wenngleich Paintball-Verfolger Totti hier im Moment auch noch super verteidigen kann. Schöner Heckspoiler, hm? Werbung in eigener Sache. Gut gemacht, Kai, gut gemacht. Also, wir gehen sie nochmal schon im Schnelldurchlauf durch. Von 10 bis 1, während ich mittlerweile schon anfange, den ein oder anderen Buchstaben zu verschlucken. Auf der 10 haben wir nach wie vor Kame Dragon Eye im Renault Megane Trophy. 8,2 Sekunden trennen ihn dann zu den Vordermännern. Auf der 9 haben wir Concolio, der sich heute allgemein ein bisschen schwer getan hat. Einige schöne Duelle hier auch hatte, aber am Ende dann die Pace nicht ganz durchhalten konnte. Totti und Paintball, wie gesagt, zu den beiden kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zurück. Noch schön, schön eng beisammen unterwegs. Auf der 6 haben wir MS, der jetzt dann aber auf jeden Fall den 6. Platz zementieren wird in den letzten beiden Runden des Rennens. Sud hat sich hier auch nochmal richtig stark auf die 5 vorgearbeitet. Importfreak sowieso extrem stark unterwegs. GPSR Jumbo wird sich den 3. nichtsdestotrotz nicht mehr nehmen lassen. Pacemaker nicht weiter aufgefallen, in den Schatten sich nach vorne gearbeitet, alles richtig gemacht. Und The Don mittlerweile mit fast einer halben Minute Abstand auf den Rest.
Also, gehen wir hier nochmal drauf. Paintball, jetzt immerhin auch mit 0,5, 0,6 Sekunden Abstand auf den verfolgenden Ferrari. Geht hier nochmal was? 1,5 Runden, nicht mehr ganz. Ein bisschen mehr als eine Runde haben wir noch vor uns. Der Führende ist in diesem Moment jetzt auch schon in die letzte Runde des Rennens eingestiegen. Erzähle ich Blödsinn oder stimmt das so? Ganz genau, Runde 24 von 24. Das werden wir auch ein bisschen im Auge behalten, wo er unterwegs ist, dass wir die Zieleinfahrt sehen. Aber wir bleiben trotzdem erst einmal hier nochmal auf Totti und Paintball drauf. Denn wie gesagt, das wird hier nochmal eine enge Geschichte auf den letzten Kilometern. Achso, und das Strafabo sieht so aus, dass einfach direkt 4 Sekunden pro Runde draufgerechnet werden. Ja, die Rechnung kann aufgehen, muss aber nicht. Also, hier nochmal richtig schön eng zwischen den beiden, die sich hier in den letzten Runden wirklich nichts geschenkt haben. Wenngleich sich auf dem ja dann doch nicht so wahnsinnig langen Nürburgring die Abstände dann doch überraschend weit auseinandergezogen haben, zumindest nach den Boxenstops, da wir dann doch teilweise sehr unterschiedliche Strategien und Geschwindigkeiten gesehen haben. Und The Don holt sich in diesem Moment den Sieg des heutigen Abends. Herzlichen Glückwunsch und mehr als souverän gemacht. Absolut fantastische Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Hat er noch rechtzeitig erwischt? Pacemaker auf der 2 hat noch eine Kurve vor sich. Ja, bringt ein relativ heiles Auto nach Hause, glaube ich. Die Jungs in der Box können direkt in die Kneipe gehen. Herzlichen Glückwunsch zu einem toll, sauber und stabil erkämpften zweiten Platz. Der GPSR Jumbo hat ebenfalls noch eine Kurve vor sich, bevor er die schwarz-weiß karierte Flagge sieht. Und wieder mit einer sehr soliden Leistung. Herzlichen Glückwunsch zu Position Nummer 3. Import Freak auf Position Nummer 4. 2 Boxenstops gehabt und sich so stark nach vorne gearbeitet. Richtig, richtig stark. Was hätte der Junge herauskitzeln können mit nur einem Stop? Und Sud kann, glaube ich, auch im Huracan mega zufrieden sein, dass er sich hier noch den 5. tatsächlich geholt hat. Die Mustang, der Mustang, das Wildpferd. Sucht es euch aus in dem Moment. Ebenfalls über Start und Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch zum 6. Und da kommen nochmal die beiden Duellanten auf 7 und 8, Paintball und Totti, die sich hier nochmal schön gebettelt haben auf den letzten Kilometern. Auch Concolio scheint nicht traurig zu sein, holt sich hier Position Nummer 9. Und Dragon Eye kommt zugegebenermaßen ja auch nicht mit allzu wahnsinnigem Abstand hier hinter dem Rest rein. Die Boxenstrategie dann für ihn leider nicht ganz aufgegangen, aber siehste, ist gut gelaunt, schmeißt den Megan nochmal weg, wird er auch in dieser Saison nicht mehr brauchen. Das sind sie somit, Ladies and Gentlemen, die 10 Wagemutigen, die sich heute hier auf den virtuellen Asphalt getraut haben. Ja, und das war das 8. und letzte Rennen dieser Saison und in Gran Turismo Sport. Da wird mir ja fast ein bisschen wehmütig. Ich blende sie euch der Vollständigkeit halber jetzt auf jeden Fall nochmal ein. Boah, jetzt ist mir gerade so bewusst geworden, ich habe ja morgen Urlaub. Morgen wird GT7 gesuchtet. Ich denke mal, die meisten von euch können es auch schon kaum erwarten. Sophie hat ja schon geschrieben. Es wirkte so, als wenn es um 0.01 Uhr direkt losgeht. Ja. Das war es in dieser Saison mit der TCC, Ladies and Gentlemen. Das war es, Sim Racing am Donnerstagabend. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Die Jungs auf der Strecke, wie gesagt, haben es uns, glaube ich, relativ einfach gemacht, uns ein schönes Rennen geliefert. Aber wie sollte es auch anders sein? In den letzten Wochen haben wir genau dasselbe geliefert bekommen. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe vorhin gesagt, 16 Wochen ist ja Schwachsinn. Die TCC findet ja jede Woche statt. Also waren es 8 Wochen. Hört nicht auf den Mann hinter dem Mikrofon. Die geballte Fachkompetenz sitzt entweder im Hintergrund oder bei euch im Chat. Aber trotzdem, sehr schön, dass ihr mit dabei wart. So, Dragon Eye schmeißt den Trophy in die Presse. Kann ich gut nachvollziehen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich offiziell am Ende des Streams angekommen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Hat viel, viel Spaß gemacht. Danke für die neuen Follows. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und für die neuen Subs, die reingekommen sind. Ach, und Paintball schreibt es gerade. Nächste Saison wieder alle 2 Wochen. Danke für diese Ergänzung.
Und ja, wie gesagt, die meisten von uns werden wahrscheinlich am Wochenende tief in Gran Turismo 7 versinken, meine Wenigkeit auch. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Stream dazu geben und genau jetzt hoffen wir mal, wie Sub-Zero schreibt, dass es einigermaßen bugfrei wird. Die ersten Berichte sind allerdings sehr positiv, da ja auch ein paar Streamer und YouTuber schon in der Lage waren, das Ganze ein paar Tage zu testen. Aber ja, für uns wird natürlich vor allem auch, oder werden die Online-Server interessant werden und das werden wir die nächsten Tage mal auf Herz und Nieren testen. Also, vielleicht habt ihr Bock, am Wochenende mit dabei zu sein. Der Zeitplan ist noch nicht ganz klar, aber ich habe mir extra Freitag und Montag freigenommen. Da geht was. Jetzt sage ich aber wirklich Tschüss. Zögere das Ganze hier nicht mehr künstlich hinaus, aber wir werden uns natürlich noch einen schönen Raid suchen. Ich vermute mal, der geht auch wieder in die TCC. Ich gucke jetzt gerade noch mal, wer online ist. Und trotzdem für alle, die jetzt abschalten oder sich vielleicht auch die Aufzeichnung auf YouTube angeguckt haben, schön, dass ihr dabei seid, dabei wart. Immer noch seid, sucht es euch aus. Einen schönen Donnerstagabend noch und ein schönes Gran Turismo 7 Wochenende. Gut. Also, wer Lust hat, machen wir noch einen kurzen Raid. Langweilig muss hier keinem werden. Oh, warte mal, Asmodeus. Asmodeus, hast du schon die neuen Emojis gesehen? Warte mal. Also natürlich nur Asmodeus, auch der ganze Rest, das muss das euch unbedingt zeigen. Ich bin so stolz. Ich habe sie nicht selber gemacht, aber das ist meine Vorstellung. Ich zeige euch mal einfach mal zwei, ich muss die euch jetzt zeigen. Ich bin so happy mit der Arbeit der Designerin. Mal ein kleines Beispiel, meine Lieblingskombination. Ich liebe sie. Vielleicht seht ihr es anders, aber das nur der Vollständigkeit halber. Könnt ihr euch jetzt noch 10 bis 20 Sekunden angucken, bis ich hier den Raid vorbereitet habe. Ach, ist heute gar keiner mehr von der TCC Online? Hab ich das falsch im Kopf? Ne, dann lasst uns mal gucken, wer hier gerade noch so dabei ist. Paintball hat sie auch entdeckt, sehr schön. Ganz frisch heute eingefügt. Ich weiß nicht, ich habe mich instant verliebt in die Kleinen. Seht ihr Meistersorn? Ach, wisst ihr was? Wenn ich hier auf Raid drücke, werden mir immer nur 5 Streamer angezeigt und sortiert nach Größe. Sortiert, kann das sein? Ich guck mal schnell. Aber gut, dass du es sagst. Dann werden einem nämlich immer 5 Kanäle nur angezeigt und dann werden hier ein paar rausgespart. Achso, weil bei CT Meister nur 21 zugucken, hat er mir den nicht mehr angezeigt. Ja, danke für den Hinweis. Jetzt verstehe ich auch langsam Twitch, wird auch langsam mal Zeit. Na dann gehen wir natürlich zum guten Marcel rüber. Das ist selbstverständlich. Müsste man ihn noch richtig schreiben. Und dann führen alle Wege zum Glück. Ja, Interland ist Interland vor allem. Internet ist für uns alle Neuland. Corsi Lobby C natürlich auch. Ich glaube, das letzte Mal sind wir zum Corsi, dann gehen wir heute mal zum Marcel. Gut, also jetzt hochoffiziell vielen Dank. Wenn ihr Lust habt, gehen wir noch einmal mit rüber. Und das Twitch-Studium würde ich sofort annehmen. Gute Nacht zusammen, schön, dass ihr da wart. Und jetzt geht's los.